Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Vorstellung der September-Ausgabe von Kompaktmagazin. Mit mir im Studio mein Kollege Martin Müller-Mertens. Ich bin Jürgen Elsässer, der Chefredakteur. Unsere Ausgabe im September steht ganz im Zeichen von den Deutschlandhassern unter der Parole Rotfront marschiert auf dem Titelbild. Martin, was würdest du sagen? Ist es eines unserer schönsten Titelbilder? Eines der schönsten vielleicht nicht, wenn ich mir das Gesicht da so ansehe, aber eines der ausdrucksstärksten sicherlich. Claudia Roth, Urgestein der Grünen, auch wenn sie ursprünglich aus dem FDP-nahen Milieu kommt. Und mit ihrer Betroffenheitslyrik und ihrer Neigung, sich nach vorne zu drängen, bei eigentlich allen Fragen, von denen sie vor allem keine Ahnung hat, eigentlich das Aushängeschild der Deutschlandhasser, also wie wir sie genannt haben. Ja, also wir haben ja lange überlegt, wen wir noch nehmen könnten. Ja, wir haben eine ganze Auswahl. Wir haben ja im Heft so eine Strecke, die Top Ten sozusagen der Deutschlandhasser mit Zitaten. Da waren noch andere Figuren drunter, Trittin und Fischer und Juso-Vorsitzende und von den Piraten und Jakob Augstein natürlich. Aber aussagekräftig ist schon dieses Gesicht. Wobei sie oft auch weint. Ja? Sie weint ja immer, wenn sie das Schicksal natürlich von Nichtdeutschen beklagt. Ja, dann weint sie gern. Also da hat sie echt am Wasser gebaut, aber wenn es dann gegen die Deutschen geht, dann sieht sie meistens so aus. Ja, ja, das stimmt. Also wer sind die Deutschlandhasser? Also wenn man sich den Begriff Deutschlandhasser ansieht, dann muss man im Grunde genommen in zwei Gruppen trennen. Das eine sind die Deutschlandhasser des Auslandes. Das sind zum Beispiel diejenigen, die 1990 auch die deutsche Wiedervereinigung verhindern wollen. Damaliger französischer Präsident François Mitterrand beispielsweise oder auch die britische Premierministerin Margaret Thatcher, die regelrecht eine Arbeitsgruppe gebildet haben, um nachzuweisen, dass der Deutsche sozusagen das böse Gen hat. Dann gibt es aber auch die Deutschlandhasser im Inneren. Die kommen ursprünglich von der radikalen Linken, das sind die sogenannten Antideutschen, da kannst du vielleicht noch ein paar Worte nachher zu sagen. Die haben sich gebildet so um 1990, obwohl es den Begriff ursprünglich schon 1969 das erste Mal gab. Und sie haben sich dann durch einen recht interessanten Marsch durch die Institutionen sehr schnell in die Regierungsämter katapultiert. Zu finden, vor allem natürlich bei den Grünen, im Partei-Establishment der Linken, aber mittlerweile in einer unheiligen Allianz, auch in der CDU, im internationalen Großkapital, bei den Liberalen. Ja, also es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, natürlich ist das Gesicht von Claudia Roth typisch sozusagen auch in der gesamten Mimik oder Emotionalität für diese antideutsche Richtung, aber man würde einen Fehler machen, das auf links-grün zu verengen. Ja, ja. Das Besondere ist ja, dass wir heute antideutsche sozusagen antideutsche Programmatik in allen etablierten Parteien und in der Wirtschaft haben. Ja. Also am Anfang, wenn ich dran denke, ich habe den Bericht geschrieben, den Artikel über die als Aussteiger aus der antideutschen Bewegung. Ich war ja 1990 bei denen mit dabei, die nie wieder Deutschland sozusagen kreiert haben. Wir alle haben unsere Jugendsünden und das ist sicherlich meine, ja. Aber da waren das sozusagen Außenseiter auch in der linken Bewegung. Also auch Claudia Roth war ja damals bei den Grünen noch nicht angekommen. Das war noch keine Führungsfigur. Dann hatten wir Leute wie meine besondere Freundin Jutta Dittfurth, die gerade als Vorsitzende der Grünen abgewählt worden war. Und dann hatten wir ehemalige RAF-Leute und K-Krüppler wie mich, aber wir waren niemand. Ja? Und auch die ganzen 90er Jahre durch waren die Antideutschen eigentlich eine kleine Gruppierung. Das ist erst größer geworden, nachdem diese ehemaligen Linksradikalen umgeschwenkt haben auf Pro-Amerika- und Pro-Israel-Kurs nach dem 11. September. Und dann flossen plötzlich die staatlichen Unterstützungsgelder und dann wurden mit diesen staatlichen Geldern Aufstand der Anständigen, wurden Antifa-Projekte eingerichtet, da gab es plötzlich Jobs, da gab es Stellen, da gab es Projekte, wo man Geld machen konnte. Und dann ist diese Strömung eingesickert sozusagen ins Establishment und hat dann die programmatische Diskussion nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei SPD und CDU beeinflusst. Und in dem Artikel, den ich da über die Antideutschen im Establishment geschrieben habe, beschreibe ich ja die Szene vom Wahlsieg der CDU-CSU beim Bundestagswahl 2013. Wo am Wahlabend ist da große Party und die singen dann Tage wie diese von den Toten Hosen. Also die CDU feiert mit den Toten Hosen. Das ist ja auch eine irre Sache. Die haben früher bei der,
bei den Anarchos gespielt, jetzt singen die CDU die Lieder. Und dann kommt irgend so ein Fan von der CDU und hat eine Deutschlandflagge, eine kleine, die will er der Merkel geben und der Kauder nimmt sie, glaube ich, gibt sie der Merkel weiter. Und dann muss man den Gesichtsausdruck von der Merkel sehen, wo sie mit der Deutschlandfahne konfrontiert wird und die nach hinten weitergibt, als ob es ein stinkender Fisch wäre. Ja? Also das ist die Haltung, die man früher nur randständig hatte und die jetzt in der Mitte des Establishments sich verankert hat. Ich glaube, es gibt einen ganz wichtigen qualitativen Unterschied zwischen den Antideutschen um 1990 und dem, was wir heute als Deutschlandhasser haben. 1990 war das eine politische Ideologie, die entstanden ist aus der Verunsicherung durch den Zusammenbruch des Ostblocks. Es gab den Zweiten Weltkrieg, danach war Deutschland geteilt und war relativ friedlich und auch wohlhabend. Und nun entstand was Neues, was man nicht kannte. Da gab es gewisse Ängste, was macht dieses größer gewordene Deutschland mit seiner Kraft? Gibt es möglicherweise wirklich einen Schwenk zu einer aggressiven Außenpolitik? Das hat sich natürlich alles nicht bewahrheitet und hätte sich auch, also war auch nicht zu erwarten. Aber das ist zunächst mal einfach eine politische Angst, die man auch durchaus ernst nehmen und akzeptieren kann. Heute aber ist es ein politisches Begleitprogramm der Globalisierung. Die Globalisierung braucht die Zerstörung der Nationalstaaten, also der letzten Widerstandsburg gegen sie. Sie braucht die Zerstörung der Familien als die kleinste gemeinsame Einheit und Festigungseinheit einer Nation, einer Gesellschaft. Und dazu muss sie sich international und damit antinational gerieren. Und das tut sie über die Ideologie des Hasses auf die dann jeweils eigene Nation und in Deutschland natürlich insbesondere unter Rückgriff auf alle möglichen, zum Teil pathologischen Argumente mit dem Deutschlandhass. Ganz genau. Und wenn man sich jetzt mal die Zeit seit der Wiedervereinigung Revue passieren lässt, haben wir ja im Grunde heute weniger Souveränität als zu Zeiten der deutschen Teilung, ja, als beide Deutschländer noch besetzt waren. Wir haben verloren, und zwar getrieben von der etablierten Politik, egal ob CDU, CSU, FDP, SPD oder Grüne. Wir haben verloren das eigene Geld. Wir haben verloren die eigene Armee, was jetzt im Grunde nur noch ein Söldnerunternehmen für die USA ist, was nach Afghanistan mitmarschieren muss, wo die teilsouveräne Bundesrepublik keine Soldaten für den Vietnamkrieg stellen musste. Wir haben keine Haushaltsautonomie mehr, weil die Jahresbudgets der Bundesregierung verpfändet sind auf die Euro-Rettung. Wir haben vor allem keine Grenzsicherung mehr. Also ein Staat ohne gesicherte Grenzen, ohne Armee, ohne Haushalt, ohne eigenes Geld, das ist im Grunde gar kein Staat mehr. Ja? Nein. Und die dramatischste Entwicklung finde ich jetzt aber, was ich jetzt mit fehlender Grenzsicherung angedeutet habe und was jetzt in diesem Jahr kulminiert, dass Deutschland überflutet wird von Fremden, die sich unter dem Asylrecht verstecken und dass damit eine Art Bevölkerungsaustausch schon in Gang gesetzt ist. Also man muss die Zahlen sehen. Wir haben bei der Wiedervereinigung, ich glaube, 4,5 Millionen Ausländer in Deutschland. Wir haben heute, letzte Zählung ist gerade veröffentlicht worden vom Bundesstatistischen Amt, 16,5 Millionen. Das heißt, in diesem Zeitraum haben wir über 11 Millionen mehr Nichtdeutsche auf deutschem Boden leben, wobei ein Gutteil von denen mittlerweile Pässe bekommen hat, aber ist ja egal. Ja? Und allein in den letzten 3 Jahren kamen 1,5 Millionen Neusiedler und dieses Jahr 2015 wird mit 1 Million gerechnet. Wobei ich unter Neusiedler verstehe ich die sogenannten Asylbewerber und dann was an EU-Migranten, Bulgarien, Rumänien, zunehmend auch Griechenland und so kommt. Also wir haben einen galoppierenden Prozess, wo praktisch das Volk ausgetauscht wird und wenn statt dem Volk mit gemeinsamen Traditionen, Interessen, Identitäten eine Bevölkerung im Sinne eines babylonischen Mischmas entsteht, wo die Leute gar kein Zusammengehörigkeitsgefühl mehr haben, ja, dann haben wir gar kein politisches Subjekt mehr für Veränderungen. Das heißt, alle schlechten Dinge wie der Euro oder die Hilfsdienste für die amerikanische Armee oder die Bevölkerungspolitik im Sinne von Familienförderung, all das könnten wir ändern, wenn wir das politische Subjekt noch haben. Aber wenn das politische Subjekt uns ausgetauscht wird. Ja, das ist irreversibel. Also das ist auch der entscheidende Punkt, das ist nicht mehr rückgängig zu machen.
Und darum könnte man dahinter sogar einen gewissen Plan vermuten. Ich würde nicht sagen in den jetzigen Asylzahlen, das hat andere Gründe. Aber ich nehme mal ein Beispiel. Es gibt seit Mitte der 80er Jahre Erasmus-Programme. Das heißt, Studenten können gefördert im Ausland ein Semester oder ein Jahr studieren. Und dann hat man mal die Zahlen erhoben. 27% dieser Erasmus-Studenten haben sich ihren Lebenspartner dann in dem jeweiligen anderen Land gesucht. Das ist in jedem einzelnen Fall individuell für die Leute ein sehr erfreuliches Ereignis, was ich ihnen von Herzen gönne. Man kann aber die Frage stellen, sollen durch solche Programme nicht bewusst eine Art übernationale europäische, zumindest Funktionselite geschaffen werden? Und das Volk darunter wird jetzt ausgetauscht, indem man Flüchtlinge in Massen ins Land lässt. Interessanter Ansatz, ja. Wobei das hat ja schon Alexander der Große versucht. Der hat ja dann seine makedonischen Soldaten oder Offiziere hat er dann in einer Massenhochzeit, ich glaube 2000, mit irgendwelchen Irakern verheiratet, also damals Mesopotamien, um dann eine neue Führungselite zu erzeugen. Aber okay, das Reich ist da trotzdem untergegangen. Ja. Die Story haben wir nicht im Heft drin, aber unser Haushistoriker Jan von Flocken schreibt da über den Untergang des Römischen Reiches, wo praktisch auch damals die Kaiser der letzten Jahrhunderte gedacht haben, sie können ihr demografisches Problem dadurch lösen, dass sie einfach dann die Fremdstämmigen, vor allem die Germanen damals, ins Land holen. Und wie es ausgegangen ist, wissen wir auch. Ja, es haben eine ganze Reihe von Völkern oder von Staaten in der Antike vor allem versucht. Das hat nie funktioniert. Es hat immer zum Zusammenbruch geführt der jeweiligen Staatswesen, zum Nachteil derer, die da vorher wohnten, also der ursprünglichen Bevölkerung, aber letztlich auch zum Nachteil der Neueinwanderer. Weil das, in das sie einwandern wollten, nämlich im Falle Deutschland das Sozialsystem, ja dann auch kollabiert. Und dann haben sie auch nichts davon. Dann sieht es genauso aus, wie es jetzt bei Ihnen zu Hause aussieht. Ja. Wir haben dieses Thema auch verhandelt in der Diskussion im Heft. Mehrseitige Debatte über den aktuellen Zustand, über diesen heißen Asylsommer, der ja im Winter weitergehen wird. Das heißt, man soll ja nicht denken, dass die 80.000, die jetzt im Juli gekommen sind, auf dem Asylticket, dass es im September, Oktober, November wesentlich weniger werden. Dann wird es erfahrungsgemäß schlimmer. Also das vierte Quartal ist normalerweise das Quartal mit den meisten Flüchtlingszahlen. Und das heißt, okay, die jetzigen Zahlen könnte man vielleicht noch irgendwie handeln, aber schon jetzt haben wir ja Zustände, Zeltstädte wie in Gaza, in Hamburg, Dresden und anderen Städten. Aber das geht ja nicht weiter. Das hört doch nicht auf. Das geht ja weiter. Ja? Und darüber habe ich eben mit dem Kollegen Kubitschek geredet, Götz Kubitschek, der Chef der Zeitschrift Sezession, eher neurechts, ja. Mein Etikett ist ja eher nationalbolschewistisch, wobei wir da beide mit dem Augenzwinkern drüber stehen. Aber natürlich, obwohl wir unterschiedlicher ideologischer Herkunft sind, sehen wir beide die Lage dramatisch. Das Besondere ist ja, das Volk, das deutsche Volk, erduldet die Lage, ja. Oder ist da Druck von staatlicher Seite, dass sich kein Widerstand regt? Also sicherlich beides. Das deutsche Volk ist ein sehr geduldiges Volk. Es ist auch bereit, auch sehr hilfsbereites Volk. Es ist durchaus bereit, sowas eine ganze Weile hinzunehmen. Also viel länger als meinetwegen doch die sehr emotionaleren Völker in Südeuropa. Aber ich habe vor ein paar Tagen gedreht in Berlin in der Nähe eines dieser Containerdörfer, die jetzt errichtet wurden. Also in Berlin gibt es keine Zeltstädte, aber es gibt dort Containerdörfer. Und ich merkte bei den Menschen eine gewisse Angst, sich wirklich zu äußern. Also man bemühte sich zunächst mal zu sagen, dass man ja mit dem Heim überhaupt kein Problem hat, dass man eigentlich auch gar nicht merkt, dass da irgendwelche Asylbewerber sind. Und dann berichteten sie darüber, dass geklaut wird, dass deutsche Kinder zusammengeschlagen werden, dass der Müll überall hinfliegt. Belästigung von Frauen. Das scheint in dem Fall nicht gewesen zu sein, jedenfalls haben sie das nicht erzählt, aber an anderen Orten ist das ja gang und gäbe. Und da habe ich mich natürlich gefragt, du sagst auf der einen Seite, hier werden die Kinder zusammengeschlagen, auf der anderen Seite, du hast kein Problem mit dem Heim. Das ist ja ein bisschen eigenartig. Und ich kann mir das nur so erklären, dass durch diesen ganzen politisch korrekten Mehltau, der über dem Land liegt, durch die Dauerberieselung der Propaganda, ARD und ZDF haben jetzt in ihrem Morgenprogramm über Wochen nur noch das Schwerpunktthema die große Bereicherung, aber auch durch eine Bedrohungslage, die installiert wird. Es gab den Fall, wo jemand, der sich asylkritisch geäußert hat, bei Facebook von seinem Arbeitgeber gekündigt wurde. Also da geht es auch um die soziale Existenz. Dass darüber ein tatsächlicher
Denk- und Sprechverbot auch durchgesetzt wird. Wir haben es ja jetzt offiziell. Die Nachrichtenagentur dpa hat jetzt eine Regel erlassen, dass nicht mehr von Asylkritikern gesprochen werden darf, von Rassisten, sondern Rassisten oder Fremdenfeinde. Ja. Also da wird jetzt gleich terminologisch schon die Feindbestimmung vorgemacht. Dann haben wir zwei Artikel im Webportal vom Spiegel gehabt, wo gesagt worden ist, nicht etwa die Rückkehrer von ISIS sind Terroristen, sondern die Asylkritiker, das sind Terroristen. Ja, und entsprechend sollen ja auch die Gesetze, der Justizminister Maas ist ja da vorne mit dran, werden Gesetze ausgeknobelt, Bannmeilen, wo man nicht mal demonstrieren darf. Also da wird schon mit Keulen gearbeitet. Es werden nicht nur Gesetze sein. Man kann sich einmal die Gesetze ansehen, die es schon gibt. Es gibt seit Jahren diese sogenannten Antidiskriminierungsgesetze gegen alle möglichen Formen tatsächlicher oder vermeintlicher rassistischer Diskriminierung. Das Besondere an diesen Gesetzen ist, dass da eine Beweisumkehr gemacht wurde. Das heißt, nicht mehr der vermeintlich Diskriminierte muss mir nachweisen, dass ich ihn diskriminiert habe, sondern ich muss nachweisen, dass ich es nicht getan habe. Das kann ich aber gar nicht, wenn ich es nicht gemacht habe. Wenn jemand behauptet, der hat mich rassistisch beleidigt, im Straßenmalstall stand keiner daneben. So, darüber machen gewiefte Anwälte Kasse, das kann man sich vorstellen. Und es würde mich nicht wundern, wenn eine solche Aushebelung ganz grundsätzlicher rechtsstaatlicher Normen, wie die zunächst mal die Unschuldsvermutung, wie dass der Beweis beim Kläger liegt, dass das auch ausgehebelt wird, dass damit eine Art Willkür- und Polizeirecht eingeführt wird, was vor allem dient, einzuschüchtern. Ja. Ich meine, wir haben ja jetzt schon, der Rechtsstaat wird ja im Zug dieser Asylkrise Zug um Zug aufgehoben. Da werden Dinger gebaut, die keine Baugenehmigung haben als Behelfsunterkünfte. Da werden Schulen umgewidmet. Früher hat man da wochenlang im Stadtrat oder Gemeinderat darüber verhandeln müssen. Das wird jetzt über Nacht und Nebel gemacht. Dann werden Zwangsrequirierungen von Wohnraum angeordnet. Ich meine, die Grenzen werden ja sowieso nicht mehr gesichert. Also man muss sich das überlegen. Im Grunde könnte man jeden dieser Asylbewerber, jeden, der kommt, könnte die Grenzpolizei, wenn sie denn noch an der Grenze wären, sofort zurückschicken auf der Grundlage von EU-Recht, weil EU-Recht schreibt vor, der Asylbewerber muss dort Asyl beantragen, wo er zuerst das Territorium eines EU-Staates betritt. Wenn die Leute zu uns kommen, in die Bundesrepublik, waren sie aber vorher schon in, sagen wir Österreich, sagen wir Slowenien, sagen wir Italien, sagen wir Frankreich. Also warum kommen die zu uns? Die könnte man im Grunde aufgrund der Rechtslage alle nicht reinlassen erstmal. Ja? Und das Interessante ist, es gibt ja einen EU-Staat, der wirklich das EU-Recht durchsetzt. Das ist nämlich Ungarn. Ungarn hat die Pflicht, als Land an der Schengen-Außengrenze die Grenze zu sichern. Im Gegenzug hat es die Freizügigkeit nach innen. Das macht Ungarn und es ergießen sich Kannen voller Kübel voller Dreck auf der ungarischen Regierung. Auch darüber haben wir einen Artikel. Also das machen. Auch darüber haben wir einen schönen Artikel. Ja, also Ungarn hält da so ein bisschen die Stellung, aber kriegt dann Druck. Wir haben sehr viele grelle Schlaglichter auf die Situation, auf den Deutschlandhass im In- und Ausland, auf den Deutschlandhass in der Linken und im Establishment. Ich habe versucht, noch einen lustigen Aspekt zu setzen, indem ich Albanerwitze erzählt habe, um die Sache aufzulockern, ja, weil der Deutsche sagt ja immer, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Im Moment, der Cut. Weil der Deutsche sagt da immer, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Aber ich halte es da lieber mit den Österreichern, die sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Das trifft auch aufs Asylthema zu und deswegen meine Albaner-Metze. Aber lassen wir das hier erstmal so stehen. Alles andere kann man nachlesen. Wir machen eine kleine Werbepause. Es ist doch ganz merkwürdig, dass in der teilsouveränen Bundesrepublik Deutschland die politische Klasse sich aber souveräner verhalten hat, als wir es heute feststellen müssen. Das Parlament ist kein Parlament, nennt sich nur so. Es wird nicht gleichheitlich gewählt. Es vertritt kein Volk. Ist es denn hier ein Rechtsstaat? Ist es überhaupt ein Staat? Oder ist es nur eine Provinz des EU-Imperiums? Eine Filiale des globalen Marktplatzes? Und eine Militärkolonie der Amerikaner. Ich frage mich schlicht nach dem deutschen Interesse, so wie es Otto von Bismarck aufgetan hätte. Wir wollen Deutsche sein, so
viel noch von Deutschen übrig geblieben ist. Ja, da sagst du, was denn sonst? Ja, unser Dossier geht dieses Mal um Euroshima als Fortsetzung von Hiroshima, die neuen US-Atomwaffen, sozusagen, um darauf aufmerksam zu machen, die Hütte brennt nicht nur im Inland in Deutschland, sondern wir haben auch eine international dramatisch verschärfte Situation, was natürlich mit der Ukraine und der neuen Kriegsstimmung gegen Russland auch zusammenhängt. Du hast dann dem Dossier mitgeschrieben, was wäre kurz zu erwähnen? Ja, kurz zu erwähnen wären eigentlich zwei Dinge. Zum einen ein ideologisches Moment. Es gab ja jetzt den 70. Jahrestag der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Und ist dir da eigentlich groß was aufgefallen, dass vielleicht getrauert wurde oder dass man mal die Sinnhaftigkeit dieser Abwürfe in Frage stellt? Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, in der etablierten Presse ist etwas passiert, was ich also seit Jahren in dieser drastischen Zuspitzung nicht gelesen habe, nämlich eine Rechtfertigung, dieses nuklearen Terrors. Hiroshima war gerechtfertigt, stand in der Welt. Also wir haben es zitiert, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, es war in der Welt. Ja, ja, in der Welt und in meinem Spiegel aber hat auch sowas gestanden. Warum machen die das? Also die Atombombe, die nicht geächtet war, aber doch auf einer emotionalen Weise schon geächtet war, wird hoffähig gemacht. Und gleichzeitig, vor ein paar Jahren, hatte die Bundesregierung ja mal zahm darum gebeten, ob die Amerikaner ihre Atomwaffen nicht aus Deutschland abziehen können. Westerwelle damals. Ja, Westerwelle. Wir haben natürlich nicht dran gedacht. Im Gegenteil, es gibt eine Diskussion innerhalb der amerikanischen Generalität, neue Atombomben in Europa zu stationieren. Nahe an der neuen kalten Kriegsfrontlinie, nämlich zur Ukraine, also zu Russland. Und damit wird das Thema Atomkrieg wieder virulent, was wir eigentlich seit 1990 oder seit Mitte der 80er Jahre, was ja in den Hintergrund getreten war, auch dank der Friedensbewegung damals. Wir hatten ja einen großen Atomwaffenabbau durch die Vorleistungen, die schon Gorbatschow damals noch gemacht hat in den 80er Jahren. Die Amerikaner haben dann nachgezogen. Das sah erstmal nicht so schlecht aus, aber jetzt eben ist die Abrüstung atomar gestoppt und wird die Richtung umgekehrt in neue Aufrüstung. Die Pläne sind ja Marschflugkörper der Amerikaner. Das heißt, es sind Kriegsgeräte mit extrem kurzer Flugzeit nach Moskau. Und der riesige Vorteil für die Amerikaner ist, wenn diese Dinger stationiert werden, etwa in Deutschland oder in Polen, käme natürlich dann der russische Rückschlag auch auf europäisches Territorium und nicht auf amerikanisches. Ja? Daher der Ausdruck Euroshima, der schon in den 80er Jahren Hunderttausende auf die Straße gebracht hat. Und es beginnt natürlich ein neuer Rüstungswettlauf. Also auch die russische Armee wird dann nuklear aufrüsten müssen. Sie ist ja ohnehin in einem Prozess der Modernisierung. Also Russland, dem es ja ökonomisch jetzt auch nicht so wahnsinnig gut geht, auch durch den Wirtschaftskrieg, den der Westen betreibt, wird erneut zu Rüstungsausgaben, zu einer Spirale gezwungen. Das werden die Amerikaner als Grund nehmen, um danach zu ziehen. Also wir haben im Grunde ein neues Wettrüsten. Und dann kann es ganz schnell passieren, dass einer mal auf den falschen Knopf drückt. Ganz genau. Also diese Pläne in der Rückschau auf die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre und in der Vorschau, was jetzt läuft, seitens der amerikanischen Strategen in unserem Dossier. Zur Entspannung haben wir dann noch in unserem Feuilleton etwas, man könnte sagen, leichtere Themen. Ja, wir haben zwei Artikel zum Thema Sex. Hast du schon gelesen? Habe ich schon gelesen, ja. Ja, also wir wollen nichts verraten über den einen Artikel, den Sex-Experte Oliver Janich geschrieben hat. Den anderen Artikel kann man vielleicht kurz andeuten, ist ein längeres Interview mit Rainer Langhans. Ich hatte ja gehofft, dass er Uschi Obermeier mitbringt. Uschi Obermeier hätte eigentlich dabei sein sollen und dann beide wie früher. Aber okay, es blieb bei den Worten, aber es ist doch sehr aufschlussreich, was er über den Sex in der Kommune 1 in den 68er Zeiten schreibt und dass es eigentlich anders war, als die etablierte Presse ihn jetzt darstellt. Und dass er die Formel für die Zukunft der Welt, glaube ich, gefunden hat. Nämlich? Das Internet. Internet, genau, ja.
Also der alte Revoluzzer denkt, die 68er-Träume sind im Internet Wirklichkeit geworden und auf eine irgendwie perverse Weise stimmt es ja vielleicht auch. Ja. Ja. Gut, wir wollen es dabei stehen lassen. Meine Damen und Herren, das war die September-Ausgabe von Kompaktmagazin am Kiosk ab heute, das heißt ab dem 24. August. Bitte denken Sie dran, wenn Sie unsere schöne Zeitschrift abonnieren, haben Sie viele Vorteile. Unter anderem erhalten Sie das Eintrittsticket für unsere große Konferenz Freiheit für Deutschland am 24. Oktober in Berlin. Um die Hälfte des Preises, das heißt, Sie haben im Grunde dann im Paket Abo und Ticket das Abo im ersten Jahr schon kostenlos. Das war's für die September-Ausgabe. Wir sehen uns wieder in etwa 4 Wochen.